Seid mir grüßt, meine Pokéfreunde, hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon TCG Unboxing. Heute habe ich für euch eine wunderbare Box mit, und zwar die Mary Kollektion aus Weg des Champs nochmal. Wir wollen weiterhin versuchen, die Glurak zu pullen, denn die fehlen beide noch und der Rainbow Ness. Im Anschluss gucken wir uns noch schnell den Ordner an, würde ich sagen, von dem Set. Ist vielleicht auch mal ganz interessant für den einen oder anderen von euch. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Box geöffnet ist. Ja, da sind wir wieder, die Box ist geöffnet. Was haben wir hier drin? Wir haben einmal zwei wunderschöne Promokarten, und zwar haben wir Morpeko, oder wie der gute Protag sagen würde, das aggressive Tic-Tac, habe ich auch nie gehört, aber ein cooler Name. In der normalen Form, sprich, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall gibt es auch das Kohldampfmuster, das ist hier quasi das, was wir auf dem Pin haben, wo es so böse und lila ist, weil lila immer böse ist. Zweite Promokarte ist hier das Olanga mit den wunderschönen Haaren. Ja, und ich würde sagen, den Code von dieser Box gebe ich euch mal raus, viel Spaß damit, löst ihn gerne ein. Und ich glaube, ihr kriegt die beiden Promokarten, wenn ich mich nicht irre dafür. Vielleicht nutzt es ja der eine oder andere von euch. Also bringt es dem einen oder anderen was. Dann gibt es ja auch noch ein Poster drin. Finde ich jetzt nicht so cool. Ich mag halt Olanga nicht so gerne. Und hier sehen wir es einmal. Jetzt mal kurz in die Facecam. Vielleicht sieht man es dann besser. In der englischen Version der Box ist hier eine Spielmatte drin. Das ist natürlich um einiges cooler, auch wenn ich das Motiv nicht so sehr mag. Als Riesenkarte haben wir hier nochmal das Olanga dazu. Brauche ich auch nicht mehr unbedingt. Einmal reicht immer. Ich habe die Box ja schon zweimal geöffnet. Wahrscheinlich ist oben rechts mir eine von den anderen Openings verlinkt. Und natürlich 5 Booster, weswegen wir hier sind. Dreimal Kamal, einmal Pokusan, einmal Barrikadax. Ja, wie gesagt, es fehlen noch die beiden Glurak und es fehlt noch Ness in Rainbow. Also 3 Ultra-Rares quasi. Also schwer zu ziehen für uns. Nichtsdestotrotz, ich habe von dem Set so viel geöffnet. Wir müssten irgendwann auch mal ein bisschen Glück haben, denke ich. Und ja, drückt mir Daumen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Booster. Oh, wie fühlt der sich denn? Alter, wie sieht der denn aus? Total aufgebläht. Die Booster von Weg des Champs fühlten sich von der Verarbeitung her halt echt mega seltsam an. Muss ich leider so sagen. Einen Code kriege ich natürlich gleich auch noch. Weg des Champs ist jetzt, glaube ich, nicht so gut für Spieler, so mega gut. Weil viel Spielbares ist hier nicht drin. Wir starten mit der Elektroenergie. Brimano, Calamanero, Rüpel von Timiel, Rettan, Wablu mit dem Regenbogen. Ist ein schönes Artwork. Mag ich eigentlich recht gerne. Der Fokus ist gerade mal gar nicht am Start. So. Iskala, Brimova, Kukuna, Cleopatra als Reavers und die Rare ist ein Volvox in Holo. Für die, die es nicht wissen, Holos gibt es in jedem Booster in dem Set. Also eine Holo ist immer garantiert. Deswegen ist das kein Grund zu feiern. Holos, ich habe alle Holos ungefähr 10-mal. Ich weiß es nicht. Viel zu oft auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, wir brauchen noch die anderen Karten, damit das Set fertig wird. Es könnte das erste Master-Set sein, wenn die 3 Karten kommen würden. Aber es sind halt auch die Money-Cards, also zumindest die beim Glurak. Und die kriegt man halt nicht einfach so ertauscht oder gekauft, leider. Wenn euch das Video soweit gefällt, wäre natürlich nett, wenn ihr hier ein bisschen Support da lasst mit in Form eines Daumens und oder Abos gerne natürlich auch. Das würde mich ungemein freuen und das Video ungemein unterstützen. Weiter geht's mit der Pflanzenenergie. Da haben wir hier ein Arbok, der gute alte Hopp, Ness, Hyperheiler, Zugokex, Belilu, Macholo, Kleptifuchs. Ich würde gerne wissen, wie viele Booster vom Set ich geöffnet habe mittlerweile. Ness und die Rare ist Kotomi V. Immer eine V-Karte, das ist schon mal ein guter Hit. Im Sinne von, dass wir halt mal was Besseres auf dem Holo haben. Habe ich natürlich auch schon ein paar Mal. Wandert natürlich direkt in den Tauschordner, wenn generell jemand mit mir tauschen will, kann er sich bei mir melden. Manchmal dauert es ein bisschen, weil ich nicht so mega viel Zeit habe aktuell, aber ich versuche möglichst schnell alles zu beantworten. Irgendwo Balken getan? Ah da. So, tun wir mal aus dem Bild rauslegen, würde ich sagen. Weiter geht's mit dem Kamalm. Dritter Booster schon. Aber die Box ist schon nicht so schlecht. Wir haben eine V-Karte, da hatten wir schon definitiv schlechtere Boxen leider. Hier ein Code für euch, vielleicht heizt das Glück nochmal an. Wenn ihr was Gutes zieht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So. Deutsche Sprache, manchmal ein bisschen schwierig. Elektroenergie, Calamanero, das Turfield-Stadion, Cleopatra, Kleptifuchs, Iskala, Klonket, Thermopod, Elilu, Reverse Holo, Irokex und die Rare ist Pokusan in VMAX. Nice! Habe ich leider auch schon ein paar Mal doppelt. Es kommen einfach nicht die Karten, die ich brauche. Aber eine coole Karte. Die Kamera ist gerade ordentlich im Abdrehen mit ihrer Belichtung. Mal gucken, ob ihr das gut erkennt. Auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Fokus an die Riesentorte in der VMAX-Form mit Zierde und Giga-Rührbesen.
Zwei Hits, wir sind eigentlich schon überm Soll bei so einer Box bei meinen Verhältnissen im Moment. Aber wir haben auch zwei Booster. Vielleicht gönnt noch mal einer. Wäre nice, wäre nice. Weiter geht's mit dem Kamal, dem dritten. Drei Hits auf so einer Box, natürlich awesome. Hatte ich, glaube ich, noch nie eine Box mit mehr Hits als Holos. Das wäre mal was, ein Grund zum Feiern auf jeden Fall. Wir starten mit der Kampfenergie. Dann haben wir den guten Yarrow. Turfield Stadion, Bibor, ein Hyperheiler, Felilu, Kokuna im Baum, Unra Tytox, cooles Pokémon in Pokémon Go, weil es viel Sternstaub gibt, deswegen mag ich voll gerne. Primova, Brimano und. Oh, und Kaokto Full Art. Wow, noch eine Full Art hinterher, nice. Okay, das ist, glaube ich, die beste Box von den Hits hier, die ich jemals geöffnet habe. Aber alles doppelt, das ist ärgerlich. Aber wenn einem nur die Glurak fehlen und das Rainbow Nest, das Rainbow Nest, ja. Dann, ja. Ist es nicht so einfach, das zu ziehen. Ein paar Boxen habe ich noch, so 1, 2, 3, weiß ich nicht, 7, 8 noch. Sind auch ein paar 3-Pin-Kollektionen dabei, also nicht mehr so viele Booster. Wenn da die beiden Glurak nicht drin sind, dann haben wir ein Problem, meine Freunde. Dann haben wir ein Problem. Dann muss ich auf einen Reprint hoffen. Oder in so einen Apfel beißen und die Glurak kaufen. Was wahrscheinlich am Anfang sogar sinnvoll gewesen wäre. Weil so viel Geld, wie viel Boxen ausgegeben habe. Hätte ich auch für die Glurak ausgeben können. ja, Spaß beiseite. Weiter geht's mit der Elektroenergie. Da haben wir Nest, der würde mir ein Rainbow fehlen. Brimano, verdächtige Konserve, Trank, Wuffles, Ornew, Wablu. Wir hatten noch keinen Altaria. Oh, Altaria muss immer sein. Kokuna, Carnivana und Kaokto V. Was? 4 V-Karten in der Weg des Champs-Box? Was ist hier verkehrt heute? Hallo? Es war ja zwar nichts bei, was mich irgendwie in der Sammlung weiterbringt, aber 4 V-Karten? Das hatte ich ja noch nie. Boah, alter Verwalter. Respekt. Alles in allem eine gute Box, kann man so sagen, ne? 4 Hits haben wir. Ihr könnt wieder entscheiden, welcher eurer Favorite Hit wäre. Wir haben hier Kotomi V, Kaokto V, Kaokto V Full Art und Pokusan V-Max. Ich glaube, ich würde Pokusan V-Max sagen, finde ich am coolsten. Wobei Kaokto V Full Art finde ich auch ziemlich nice. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr cool findet. Und das Kotomi ist eigentlich auch ziemlich süß. Aber ich sage Pokusan V-Max. Ich gehe mit Pokusan. Lasst mal eure Meinung da. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Ordner mal rein. Ich mache mal kurz Platz. Ist vielleicht für den einen oder anderen spannend von euch. Das ist mein wunderschöner Ordner. Er ist einfach nur gelb. Ja, ich weiß, ich bin nicht so einfallsreich in Sachen Ordner kaufen. Ja. Schauen wir uns mal die Sammlung über Weg des Champs an. Erstmal den Fokus ein bisschen nach unten richten. So, wir haben Bisaflor V, auf jeden Fall, ist die Nummer 1 im Set. Dann Hornlew, das hat die Melanie ja schon 1000 Mal gezogen ungefähr. Kokuna, Bibor, Kotomi V, seht ihr, haben wir auch schon. Vulpix, Victini, Fuego V und Thermopod. Ich glaube, es fehlt ja noch Kamalm V, ne? Stimmt, Kamalm V normal fehlt auch noch, sehe ich gerade. Infernopod, Carnivana, Tohaido, Wailord V. Da fehlt Kamalm V. Kamalm V-Max haben wir hier. Gardevoir V finde ich auch sehr, sehr schön, die Karte. Gardevoir V-Max auch cool. Rimowa, Brimano, Silembrim. Galar Corgason ist auch ein nice Pokémon. Da haben wir die beiden Pokusans als V und V-Max. Macholo, Machok und Machomai. Dahinter das schöne Lucario, auch eine tolle Karte. Muss man einfach so sagen. Da haben wir hier Zygarde, Wuffles, Wolverok. Klonket, hier auch das Kaokto von gerade. Rettan, Arbok, Galar Zickzack, Galar Geradax und Galar Barrikadax. Absol, Felilu, Cleopatra. Dann hier Unra Tytox, was total seltsam ist, dass hier so einzelne Pokémon sind, wie auch bei, die keine Entwicklung haben, wie hier auch Klonket, einfach nur so ein Klonket random im Set drin, total seltsam. Hier kommt auch nochmal, Kleptifuchs auch, einfach nur Kleptifuchs, kein Gaunux drin. Duraludon, Wablu, Altaria, einer der Holos, die wir am meisten gezogen haben, Betis, Hyperheiler, Superball, Hop und Hypertrank, dann haben wir hier noch Kabu, Mary, Jero, Mary ist ja ein Holo, Ness, Pokéball, Pokémon Center Dame, Trank, dann Forschungsprofessor, ebenfalls Holo, das Rotom-Rad. Und dann kommt auch schon die Seite mit den letzten Trainerkarten. Smart Rotom, Sania, Verdächtige Konserve, Rüpel von Timiel, Turfield Stadion und dann kommen jetzt schon die Karten, die spannend werden. Kamalm V Full Art, Gardevoir V Full Art, sehr schöne Karte. Galar Corgason Full Art, da mag ich den Hintergrund total gerne, der ist total bunt und fancy. Kaokto V in Full Art, der Hop ist, glaube ich, der einzige Trainer Full Art in dem Set, ne? Weil hier würde dann, glaube ich... Wer fehlt denn hier? Ah ja, Glurak wahrscheinlich, ne? Ich weiß es gar nicht, wo wer hinkommt. Also irgendwo hier Glurak, Ness, Glurak wahrscheinlich. Also hätten wir hier noch Kamal V in
VMAX in Rainbow, Gardevoir in Rainbow, dann haben wir hier den Kabu in Rainbow, hier kommt glaube ich der Ness in Rainbow hin und da dann wahrscheinlich das Glurak noch. In VMAX würde ich schätzen. Oh, es kommt hier hin. Das könnte sein Glurak VMAX. Da kommt das Shiny Glurak hin. Das wird es wahrscheinlich sein. Und die Verdächtige Konserve zum Abschluss, die einzige goldene Trainerkarte im Set. Alles in allem natürlich ein Set, was, ja, ein bisschen die Gemüter spaltet. Hier haben auch die Weavers Energien, die finde ich ziemlich nice. Die sind echt richtig geil im Set, ein Highlight für mich. Pflanze, Feuer, Wasser, Pflanze, Feuer, Unlicht, Psycho, Blitz, Kampf, Wasser, Fee und Stahl. Fee ist interessant, weil Fee gibt es ja eigentlich gar nicht mehr als Typen im Schwert- und Schildzyklus im TCG. Und als Energiekarte eigentlich auch nur in den Top-Trainer-Boxen, in den abgepackten Päckchen. Deswegen ist es cool, dass es die trotzdem als Weavers-Holo gibt, finde ich ziemlich nice. Hier haben wir noch die Weavers-Pokémon. Da gehen wir einfach mal schnell durch, weil da ist nichts Spannendes mehr drin, denke ich. Victini finde ich ziemlich süß. Vom Artwork her mag ich sehr gerne. Da sind wir, glaube ich, schon fertig mit der Sammlung. Das ist krass, weil Weavers-Karten sind eigentlich gar nicht so einfach zu kriegen. Komplett. Aber die sind halt relativ günstig. Deswegen habe ich mir viele tauschen können. Danke nochmal an euch, Herz, an die Community. Ist schon ein netter Haufen bei uns hier. Kleptifuchs da wieder, da seltsam, ohne Entwicklung halt, ne? Taria muss natürlich auch dabei sein. Ja, die Holokarten wie Mary und... Also Holokarten gibt es generell auch als Weavers, genau. Und die Forschung Prestos gibt es ja auch als Weavers. Da haben wir noch das Rotom-Rad, Smart Rotom, Sania, die verdächtige Konserve, die Rüpel von Team Yell und das Törfelstadion zum Abschluss. Das sind alle Weavers-Karten. Und das war unser Ordner. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich mache mal natürlich die Flex-Seite auf. Wobei die Flex-Seite noch keine richtige Flex-Seite ist, wenn da nicht irgendwann mal die Feuerechsen, die keine Drachen sind, dazukommen. Glurak. Das wäre natürlich nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Unter dem Video ist auch mein Instagram, mein Twitter, mein Twitch. Alles verlinkt, wo ihr mich noch antreffen könnt. Auf Twitch bin ich auch regelmäßig online. Aber auch auf YouTube mit Livestreams etc. Also gerne vorbeischauen, wenn ihr Bock habt. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Voraussichtlich nächste Woche Dienstag, nächster Livestream. Wahrscheinlich morgen am Montag. Was es gibt, weiß ich noch nicht. Mal schauen. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao.